dabei, ich bin von Knatter dabei. Ich bin hier fast zu Hause und ich zeig dir, wie ich dir gerne. Nimm meinen Arm und lass dich doch mal eskortieren. Auf dem Weg finde ich den Kirsch wie einen Altzehnter wert. Und dann darfst du mein Zyklopenspieß probieren. Du sagst, ich stinke aus der Hose wie ein Ziegenhalter. Ein Geruch nach jungem Gouda sei recht plastisch. Ich sag dir, Mädchen, das ist kein junger Gouda, das ist Mittelalter. Das ist halb authentisch, nicht fantastisch. Gib mir ein F. Mein Sohn, ich bin schon wieder eingebrochen. Hast du zugenommen? Da hinten ist eine ganz gefährliche Ecke. Das macht doch überhaupt nichts. Willkommen zu Hause! Guten Morgen, meine Liebe. Und willkommen, Ektus. Und willkommen, Süßwasser-Sally. Fühl dich hier ganz wie zu Hause. Schön, dass ihr da seid. Ja. Es hätte so ein schöner Tag werden können. Die Wache all jene, die von alleine wieder hochkommen, mal kurz aufs Knie. Die Wache mal alle kurz aufs Knie. Ihr seht zu meiner linken unten und zu meiner rechten unten MPS Goes Assi TV. Wir haben eine Kooperation mit RTL 2 eingegangen und haben jetzt hier die Assi-Bräute von Pulverhafen schon wieder. Habt ihr euch vermehrt in der Nacht, oder was? Rektus, schau mal! Was denn? Sabrina hat heute seine Hose an! Hey! Da ist der Frank schuld, weil er gestern geweckt hat. Einen Jubel für die Crew der Pulverhafen! Das Gefühl, ich bin los von dem ganzen Sand der Musik und die Bräute sitzt das wie so ein Piratenballermann. Geil. Was? Wir sind nie was anderes als Piratenballermann gewesen. Bei der Gelegenheit mal. Wer von euch war denn schon mal auf Mallorca und hat da Sangria aus dem Eimer gesoffen? Ihr seid so widerlich. Sangria trinken nicht mal Spanier, aber aus dem Eimer. Bah! Ja. Warum hast du es nicht gemacht, Carlos? Weil ich Kultur habe. Nein, aus einem anderen Grund. Sag, deine Mutter ist männlicher als du. Die hat mich anständig Spanisch erzogen und hat mir Sangria verboten, hat gesagt, lass das mal schön den Deutschen. So, deswegen säufst du Moins Korn oder was? Richtig. Sehr gut! Doppelkorn! Ja. Carlos, du hast eine spanische Erziehung genossen? Was soll daran denn anständig sein? Oh, fuck. Hätte die Stille? Super witzig gewesen, gell? Das war auch kein Witz. Die Gemeinde jubelt! Ja, hast du gut gemacht, schön. Ja, es sollte kein Witz sein, sollte nur nerven oder was? Oh, die, ja, genau. Die Seifenblasen eben von den Kindern haben mehr Krach gemacht. Im Hintergrund die Sky Hunter! Mal nach vorne, das Vieh präsentiert. Das sind Wüstenbussarde, habe ich auswendig gelernt gestern. Und was haben die auf den Armen? Mädels, tut mir leid, geht wieder zurück. Ignoriert ihn einfach, er ist ein Vollidiot. Er ist ein absoluter Vollidiot. Es hätte so ein schöner Tag werden können. Ich komme auf diese Bühne und habe nicht mal ein Bier. Warum? Weil Comes Vagantes, die da hinten am Tisch hocken, glaube ich, weil die verpennt haben, Bier zu holen. Die Gemeinde ruft, Pfui! Pfui! Wir haben es nicht verpennt, das Bier zu holen. Kreuzigen. Was war das für ein Alarm hier? Unterhopfung, ja. Komm, das war ganz schuld. Leon, die sitzen auf Boden. Wo
sitzen die? Komas, aufstehen! Komas Vagantes, aufstehen! Da ist keiner mehr. Da sitzt nur noch John Kanaka. Doch, da. Ah, Lars! Ah. Lars, warum ist hier kein Bier im Backstage? Warum ist kein Bier im Backstage? Komm hier vor, wenn du da hinten nichts hörst, du Penner! Hier, aber sofort! Nein! Und wir bitten Nein. um kein Jubel für Lars von Komas Vagantes! So, noch blöder als Komas Vagantes ist nur Liam Boskol, der ein frisches, kaltes Bier ins Sand schmeißt. Ja, genau, ja, genau. Erstens das und zweitens fresse ich den Sand dann. Komas, hierher, Lars. Lars, hier zum Onkel. Nach vorne. Lars, du gehst jetzt darüber zu dieser Taverne und holst mir ein frisch gezapftes Bier. Und ja, du darfst dir eins mitnehmen. Lars, du bleibst stehen und machst hier eins rein für mich. Ich habe hier zufälligerweise noch einen Becher. Das lag gerade. Unsere zwei und die zwei. Und es ist nicht schlimm, wenn es schnell geht. Die Gemeinde feiert das nicht genau. Alter, wie scheiße muss man sein, wenn man so ein Hemd sonntags morgens anzieht? Wie sieht das aus? Das hat ja überhaupt nichts. Das ist ja nicht mal ein richtiges Hawaii-Hemd. Was ist das? Du musst das mal ist die Lars mal. Da braucht man nicht mal. Du musst mal die Hemden sehen, die er mittwochs trägt. Gott im Himmel, der Herr behüte. So. Wer war gestern bis zur ersten Stunde wach? Ja. Wer war bis zur zweiten Stunde wach? Jule, da wollte ich dich gerade fragen. Guckst du immer so böse oder nur, weil du neben Bruder Rektor stehst? Nur deswegen. Ja, das ist schön. Das ist mir egal. Die ist nachher so besoffen, die merkt dir nichts mehr. Ach, ich war auch bis zwei wach. Ich war auch bis zwei wach. Ist hier nicht dann irgendwann mal, schmeißen die Leute nicht irgendwann raus? Wer war bis drei wach? Du hast eine Künstlerkarte. Völlig zu Unrecht. Völlig zu Unrecht. Bis um drei habt ihr da hinten gesorgt. Du bist doch Hessin, oder? Ja, du gefällst mir, mein Mädchen. So schnell wie das ging, sind die mit Sicherheit leer. Das ist der halt gut fest. Karl, du zuerst. Jetzt echt das gefährlich Wackelnde. Wunderbar. Lars, komm rauf. Jetzt soll er anstoßen mit uns. Anstoßverbot aufgehoben. Ah, da ist noch ein Schluck drauf. Sehr lecker. Komm, mach hin jetzt, wir haben hier ewig Zeit. Prost. Prost. Hallo, Dicky. Wohl sei. Lars, ich bin auch noch da. Heute gehörst du mal dazu, Hans. So, wie heißt die Taverne da drüben? Zum tänzelnden Pony. Wir saufen auf zum tänzelnden Pony. Der weiß nicht mal, wann die das erste Mal dran sind. Ich wollte gerade Komas Vagantes groß hier ankündigen. Aber wenn der Depp nicht mal weiß, wann die spielen, hau ab. Kein Applaus für Lars. Das war übrigens der Belastungstest für diese Bühne. Wenn der Fettsack hier draufsteht, können wir auch hier drauf bleiben. So, liebes Händchen, lasst uns doch mal eben den Gästen kundtun am heutigen Sonntag, was hier dargeboten wird. Oh, Scheiße. Ja. Ihr wundervollen Christen, ja. Ihr Bußfertigen, erhebt euch. Ich habe euch dann alles vergessen. Scheiße. Ich bin gequält. Einen Jubel für Sabrina, die uns dran erinnert hat. Ja. Ich gebe euch heute rein gleich auf. Was passiert denn jetzt gerade? Heute rein! Sag mal, hast du den? Hey, das ist doch abgekartet! Moment, Rektus! So kann man auch die B-Ware loswerden! Die Nonnen auch! Und die Wache! Die Leibgarde! Igor, Zugriff, Zugriff, alle jetzt! Ihr seid so hässliche Menschen. Also innerlich, äußerlich geht's.
verdammte Scheißpulveraffen. Das war euer letzter Auftritt heute, das sage ich euch. Ich werde dafür sorgen, dass ihr keinen Fuß mehr auf meinem Pier setzt. Das gibt Ärger mit Miesbett. Die Bühne kracht. Ja, deswegen bin ich ja schon ausgewandert. Gut. Ich gehe mal auf das Fass hier. Hans, übernimm. Ich fällt dazu nichts mehr ein. Ich bin am Ende. Ich habe mich übernommen. Ja, du musst wieder draufhalten, du Hund, verdammter. Dass jeder die Peinlichkeit mitkriegt. Einen Jubel für Johannes, meinen Haus- und Hoffotografen. Einer von 100. Die Flasche muss leer. Ich bin neu, wie das Meer. Wir sollen hier unser Laderaum. Heiz so wie die Herrsche von den Weibern auf Tortuga. Ich bin neu, wie das Meer. Geladen wie den Bockenschütz und dichter als der Nebel vom Kapau. Hans wieder in die Mitte durchs Programm geführt, den Leuten was Gescheites beigebracht. Ja. Meine Lieben, am heutigen Tage werdet ihr erleben, wir fangen drüben auf der anderen Seite des Platzes an mit der Funkbühne. Dort spielen zwar nicht Mr. Hurley und die Pulveraffen, das Publikum sagt, oh. Dafür aber aus Englisch London, The Dolmen und The Banish Privateers aus Schweden. Auf der Bühne das Spiel, Leute. Das Publikum ruft, ja, Mann! Ja, Mann! Ihr könnt hier erleben, niemand anderes als John Connacher and the Jack Tars. Das ganze Akkompagnieritt halt vom Schlimmsten, was die Bremer Landen hergeben, von Gomez Vagantes. Und Lars. Und natürlich hier mit der Morgenandacht und der Märchenstunde die jüngsten drei edlen Recken auf der Stätten, die dabei wären, die Maiden zu verwirren und die Männer zu erzürnen. Für euch die heilige drei... Scheußlichkeit! Sehr schön. Wir gehen rüber zum Kampfplatz. Das Publikum ruft Kampfplatz! Dort wird ihr erleben am heutigen Tage aus dem schönen tschechischen Lande die Rittergruppe Fiktum. Wer es blutig haben will, darf sich am Bruchenball ergötzen. Hey. Und am heutigen Tage für euch natürlich am Sonntage die Dreischösslichkeit mit der Gewandungsprämierung. Der Applaus ist mir zu lasch gewesen. Gewandungsprämierung! Ja. Und natürlich nicht zu vergessen, der Markttanz, wo ich keine Ahnung habe, wann. Ja. Irgendwann um 1 Uhr. Sehr schön. Meine Lieben, die Waldwiese, dort auf der anderen Seite der Ecke, sind zu erleben, das Theater nebenbei sorgenfrei und der allseits beliebte und bejubelte Kiepenkasper. Auf dem Gelände unterwegs, niemand anderes als zart in seiner Kunst, Leon Buskel, der Sagermann, gefolgt von Encanto. Das Ganze wird dann doch angetrieben von den ältesten Darstellern des MPS, Raptor Rex. Jetzt die sind auch ein bisschen schlapp da draußen. Ja, aber wir auch, Rektus. Denk mal. Wir gar nicht. Ah, du nicht? Nein, überhaupt nicht. Niemals? Nee. Meine Lieben, und natürlich nicht zu vergessen, der Kinder-Dino-Bereich. Wo ist der genau? 7 Kilometer in diese Richtung. 7 Kilometer einfach immer geradeaus in diese Richtung. Dort wird ihr lieben den ärgsten und zartesten, ältesten und zartesten und stärksten Gauk der Welt, Bagatelli! Und zauberhaft natürlich für die Kleinsten an der Stätte niemand anderes als der Zauberer Heiko. Sehr schön. Hier sind wir mit dem allgemeinen Programm durch. Carlos, was wird drüben auf der großen Bühne geboten? Auf der Jubiläumsbühne. Heute am Sonntag. Dunnerlittchen. Eigentlich, wenn wir still sind, sie schon spielen hören. Wenn sie pünktlich angefangen haben. Um 11.30 Uhr Sensex. Um 13.30 Uhr Sensex. Um 15.30 Uhr dann für euch. Sensex. Und um 17 Uhr mal eine ganz unbedeutende, räudige Combo aus dem Rand. Die fallen eh aus. Kauft einfach nur T-Shirts. Die Musik ist scheißegal. T-Shirts, T-Shirts, T-Shirts. Für euch dann Mr. Hurley und die... Nee, nur Süßwasser Sally, den ganzen Tag auf der Bühne. Verkaufen, verkaufen, verkaufen. Das wird der Anleihen.
Süßwasser-Sally steht hier oben wie Bananen-Willi und haut die T-Shirts ins Publikum. Wir probieren es noch einmal. Mr. Hurley und die Pullwaffen! Scheiße, warum schreit ihr da mehr als bei uns? Also, das ist Frechheit. Das war's von mir aus, Hans. Mach weiter. Sehr schön. Meine Lieben, auch nicht zu vergessen am heutigen Tage, wer gestern schon da war, weiß, es wird voll heute. Und heute am Familientage sind besonders viele kleine Kinder dabei. Denkt also daran, bitte eure Kinderlein zu markieren mit eurer, verzeiht mir das neudeutsche Wort, Handynummer. Mit einem Kugelschreiber Edding auf den Arm geschrieben. Sehr schön, Johannes, du hast deine Kinder markiert. Und macht es bitte nicht mit der Johannes, nehmt eure eigene Telefonnummer dafür rein. Dass, wenn die Kinder verloren gegangen sind, Mama und Papa suchen, wir schnell dann euch anrufen können, um euch wieder zusammenzubringen. Habt also eure Handys am Start, habt sie an und auf laut gestellt, dass ihr sie auf jeden Fall mitbekommt. Und meine Lieben, wartet nicht zu lange mit dem Abholen, ansonsten werden sie nämlich zu mir gebracht, dass ich die Kinder betreue und mache aus ihnen die größten Klugscheißer der Nation. Das habt ihr dann davon. Ansonsten sei, danke. Ansonsten sei gesagt, sollte es sich trotzdem nicht verdingen lassen, die Eltern so schnell zu finden, werden wir sie drüben bei den Sanitätern am Haupteingang abgeben. Dort können die Kinder wieder abgeholt werden. Nicht wahr? Draußen. Ja, draußen. Aber es sei auch noch erwähnt, für die Kleinsten der Kleinen sind zwei Lager aufgerufen, die tatsächlich Wickelzelte mitgebracht haben. Das Publikum sagt, boy! Als das sein, sie jubelt und aufgerufen. Wer war das? Rodebrand? Jubelt einmal. Und das Lager, die Wächter der äußeren Grenze. War das richtig? Da hinten. Da hinten, jawohl. Sehr schön. Aber wir haben noch ein weiteres Lager mit. Denn nicht nur die Kinderlein, auch die Tiere, die vierbeinigen kleinen Hunde sind zugegen. Und da mag es auch sein, dass der kleine Vierbein in irgendwas reintritt, jault und jammert und weint. Man möchte ihn auf den Arm nehmen, aber so eine Dogge nimmt man nicht einfach mal auf den Arm. Deswegen, Utwis, seid ihr hier? Wo steckt ihr? Da vorne! Kommt zu Utwis an der Stettin und übergibt das Tier an unseren Pöbeltier. Denn sie ist so tierisch, die kennt sich mit Tieren aus. Als Aushilfstier, was bist du nochmal? Tierarzthelferin, jawohl. Weiß sie dann eben, sich um Tiere zu kümmern und auch stets eine Schale Wasser dabei zu haben. Wir hören gerade. Habt ihr Chihuahuas oder Hunde in dieser Größe, werdet ihr die auch gut versorgt bekommen bei den Skyhunters. Tess, danke für diesen Einwurf. Und wisst ihr, wo seid ihr noch einmal? Direkt gegenüber der Folkbühne, da wo es ganz leise ist. Sehr schön. Meine Lieben, ich denke, wir sind soweit durch. Wir sind soweit durch. Das ist ja wundervoll. Ah, herrlich im Urlaub. Ich soll hier nochmal irgendwas über T-Shirts sagen, mache ich aber nicht.